Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Mass Effect 2. Wir sind immer noch bei der Erkundung von der Normandy 2, also von der Normandy SR2. Und hier sind wir in der Waffenkammer. Da wollen wir mal schauen, was dieser Waffenspind hier macht. Da können wir wahrscheinlich einfach nur unsere Waffen auswählen. Ein Granatwerfer, eine schwere Pistole. Aber wo jetzt genau der Unterschied ist, steht irgendwie nicht drin anscheinend. Schrotflinte, zwei Optionen. Ah, da kann man die zwei hier aussuchen anscheinend. Naja, okay. Also da können wir die ganzen Waffen aussuchen. Haben wir hier drüben noch was? Nee, das ist nix. Da haben wir Jacob. Mal sehen, was unser guter lieber Jacob denn zu sagen hat. Commander, ich hatte noch keine Zeit, mich umzusehen und den Bestand aufzunehmen. Ich möchte sagen, dass die Arbeit mit Ihnen eine große Chance ist, etwas von Bedeutung zu tun. Es ist ein Privileg, auf der Normandy zu dienen, Commander. Das ist jetzt nichts besonders nett. Nehmen einfach mal das hier. Vielleicht reden Sie anders, wenn wir so enden wie die ursprüngliche Normandy. Mag sein. Solange der Unbekannte seinen Worten Taten folgen lässt, und Sie auch, werde ich alles dafür tun, dass wir Erfolg haben. Das war auch bisher die Bedingung für meine Mitarbeit. Ich habe Probleme mit so manchen Operationen von Cerberus in der Vergangenheit. Okay, was denn für Operationen? Was hat Cerberus getan, das Sie nervös macht? Viel. Sie wurden Terroristen genannt und das mit gutem Grund. Eine kontroversere Vergangenheit lässt sich kaum finden. Aber wenn die Bedrohung durch die Kollektoren real ist und wir etwas dagegen unternehmen, wird Cerberus künftig in einem anderen Licht erscheinen. Oder wir kommen alle vor Gericht und werden exekutiert. Wenn man so lange darüber nachdenkt wie ich, stellt man fest, dass man auf niemanden zählen kann. Es ist schön, dass er an Bord ist. Ich mag seine Offenheit, auch gegenüber Cerberus. Dass er das Ganze nicht so richtig traut und so weiter. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit, Mr. Taylor. Geht mir genauso, Commander. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Natürlich. Vorbild, plus zwei. Gibt's sonst noch was? Nö, oder? Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich Doch, sein? gibt es Gedanken über die Mission? Wie läuft's, Jacob? Eine Meinungsäußerung zur Mission vielleicht? Mir geht's da vermutlich wie allen anderen. Ich würde gerne wissen, was die tatsächliche Bedrohung genau ist. Das Risiko ist nicht das Problem. Aber ich habe gerne ein klares Ziel. Noch etwas, Commander? Ja, kann ich verstehen. Was meint er denn über unsere Crew bisher? Was halten Sie vom Zustand der Crew? Wir haben kein vollständiges Team. Ohne die richtigen Spezialisten haben wir keine Chance. Noch etwas, Commander? Gut, die Arbeit nach der Allianz? Sie haben doch einiges bewegt, nachdem Sie die Allianz verlassen hatten. Miranda und ich haben einen Plan der Batarianer vereitelt, einen biologischen Kampfstoff auf der Citadel freizusetzen. Dabei habe ich sie kennengelernt. Wir sind bis in den nemeanischen Schlund und zurückgeflogen. Wir haben die Citadel gerettet, genau wie sie. Aber wie heißt es so schön? Eine gute Tat ist so, als wenn man sich in dunklen Hosen selbst bepisst. Ein warmes Gefühl. Aber keinem fällt's auf. Das Ganze wurde totgeschwiegen. Das können die ja sehr gut. Aber ich weiß, was ich getan habe. Und ich bin stolz darauf. Okay, das nenne ich mal ein Sprichwort. Ja, gut. Reden wir mal über ihn. Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. So schnell? Ich bekomme solche Gespräche ungern aufgezwungen, Shepard. Lassen Sie uns das verschieben. Okay. Wir sprechen später. Commander. Dann schauen wir uns noch weiter um. Haben wir sonst noch was hier? Ah, da ist der Energiekern. Ja, schöne Aussicht nach da unten. Da kommen wir nicht rein ins Tech-Labor. Da fehlt uns noch der Wissenschaftler. Da haben wir den Besprechungsraum. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier?
Das ist der ÜLG-Kommunikationsraum. Zusätzlich zur Einbindung ins ÜLG-Kommunikationsnetzwerk ist die Normandie mit einem Quantenverknüpfungskommunikator zum Büro des Unbekannten ausgestattet. Dadurch ist verzögerungsfreie Kommunikation auch außerhalb des COM-Rasters möglich. Quanten was? Ich habe noch nie was von einem Quantenverknüpfungskommunikator gehört. Wie funktioniert sowas? Im Grunde werden zwei subatomare Partikel miteinander verknüpft. Eines ist hier installiert, das andere im Büro des Unbekannten. Wenn ein Partikel einen bestimmten Quantenzustand annimmt, hat sein verknüpfter Partner immer den genau entgegengesetzten Status, unabhängig von der Distanz zwischen beiden. Wenn wir den Status unseres Partikels ändern, ändert sich auch der Status des Partikels beim Unbekannten. Wir können dadurch Daten in Form von Quantenbits senden. Okay, sehr praktisch. Warum gibt's sowas nicht überall? Jedes Quantenpaar kostet ungefähr so viel wie ein COM-Portal und es kann immer nur ein Quantenbit gleichzeitig übertragen werden. Neben den Kosten und dem Bandbreitenproblem verbindet das System immer nur zwei feste Teilnehmer. Um 100 verschiedene Welten zu kontaktieren, müssten wir 100 verknüpfte Paare herstellen und pro Welt ein Partikel installieren. Okay. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Hier gibt's sonst nichts mehr. Das heißt, mit diesen Decks sind wir fertig. Dann schauen wir uns noch die anderen Decks an. Der Aufzug. Wo wollen wir denn hin? Ich würde sagen, auf Deck 1. Schauen wir unser Quartier mal an. Teammitglieder keiner. Ah, hier steht auch immer schön da, wer alles dabei ist, wer hier gerade anwesend ist. Das ist nicht schlecht. Oh, das ging jetzt schnell. Reden mal kurz mit Edi. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist das Quartier des kommandierenden Offiziers. Es ist größer als die Quartiere anderer Kriegsschiffe, auf denen ich Dienst getan habe. Das ist ein Schiff von Cerberus, kein Allianzkriegsschiff. Die Unterbringung folgt persönlichen Vorlieben. Der Raum liegt direkt unter der äußeren Druckhülle. Die Werftarbeiter nannten ihn das Loft. Okay, da haben wir ein Aquarium. Sehr schön. Da drüben haben wir Ehrenmedaillen. Ja, da werden schon die von meinem ersten Spiel, das ich ja gemacht habe, noch die Medaillen angezeigt, alle. Und natürlich die, die ich auch noch nicht geschafft habe. Da haben wir das private Terminal, das kennen wir ja schon. Wir haben keine neuen Nachrichten, das hätte mich jetzt auch überrascht. Haben wir sonst noch was da? Oh, und auf dem Bild, auf dem Schreibtisch ist ein Bild von Ashley. Das ist ein sehr, sehr schönes Detail, wie ich finde. Dann haben wir hier einen Panzerungsspind, die Ausrüstung modifizieren. Da haben wir wahrscheinlich jetzt noch nicht wirklich was Neues bekommen. Ich glaube, das ist auch relativ selten, dass man hier was bekommt. Aber schauen wir mal hier, gibt es da vielleicht was Neues? Ich kann mich nämlich erinnern, dass es da eigentlich auch andere Sachen gegeben hat. Aber vielleicht bekommt man die erst später im Spiel. Weil, wie gesagt, ich erinnere mich eigentlich dran, dass es da noch anderes Zeug gegeben hätte. Aber vielleicht irre ich mich auch. Dann bleiben wir mal bei dieser Uniform hier. Da können wir noch Musik anmachen. Ja, und das war's wohl auch, wie es aussieht. Nun gut, dann sind wir mit diesem Deck auch fertig. Mannschaftsquartiere, da finden wir Miranda Lawson. Mannschaftsquartiere, Mannschaftskasino, nicht Maschinendings. Krankenstation, der KI-Kern, Hauptgefechtsstand und Beobachtungsdeck und Lebenserhaltung. So, was sagt unsere Karte? Da haben wir die Krankenstation, hier ist der Fahrstuhl. Steuerbordbeobachtung, Mannschaftsquartiere, Lebenserhaltung, Backbordbeobachtung. Da ist Mirandas Kabine. Da war ja früher, also auf der SR1, unser Quartier drin. Das Hauptgefechtsstand und da ist der VE-Kern. Wobei ich eigentlich immer noch der Meinung bin, das müsste eigentlich KI sein. Da
Das Steuerbord-Beobachtungsdeck ist geschlossen, bis es gebraucht wird. Komm mal nicht rein. Was haben wir hier? Die ist ja süß. Wie alt? Ein Jahr nächsten Monat. Oh, Sie werden Ihren ersten Geburtstag verpassen. Naja, meine Familie lebt in New Canton. Oh, die Kolonie liegt am Rande des Grenzgebiets. Sie könnte Ziel eines Angriffs der Kollektoren werden, oder? Genau. Es ist entscheidend, dass sie ihren ersten Geburtstag feiern kann. Deshalb bin ich hier. Okay. Da haben wir die Damentoilette. Das dürfte relativ lustig sein, wenn wir da jetzt reingehen. Shepard, die Herrentoilette ist auf der Backbordseite des Schiffes. Okay, diesen Spaß musste ich mir mal gönnen. Lebenserhaltung ist auch zu. Der Zugang zur Lebenserhaltung ist beschränkt. Das Backbord-Beobachtungsdeck ist geschlossen, bis es gebraucht wird. Okay, ist auch zu. Hier haben wir die Herrentoilette. Okay, da ist auch nichts wirklich drin. Fahrstuhl. Dann wollen wir mal hierher gehen. Können wir mit irgendeinem von euch reden? Nein. Mal wieder das Überraschungsmenü. Muss das sein, Rupert? Tut mir leid, Prinzessin. Filet Mignon und Kaviar kommen gleich. Ich muss nur erst die Zierdeckchen holen. Das wäre überaus freundlich, Mr. Gardner. Okay. Mit Mr. Gardner können wir auch reden. Commander Shepard, der Held der Citadel. Sie waren an diesem Tag der Stolz der Menschheit. Ich bin Mess Sergeant Rupert Gardner. Was kann ich für Sie tun? Braucht er irgendwas? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich komme zurecht. Aber haben Sie je versucht, mit Militärvorräten was Anständiges zu kochen? Ich bin gut, aber Wunder kann ich nicht vollbringen. Die Kollektoren zu besiegen dürfte ziemlich hart werden. Die Crew verdient was Ordentliches zu essen, bevor sie sich in die Hölle stürzt. Und wie kann ich helfen? Und ich bin auch seiner Meinung eigentlich. Gutes Essen ist immer wichtig. Was brauchen Sie? Wenn ich ein paar gute Zutaten hätte? Ach, scheiße. Sie haben was Besseres zu tun, als auf der Citadel Gemüse einzukaufen. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Er soll mir die Liste mal geben. Wenn ich dorthin komme, halte ich Ausschau danach. Besten Dank. Das meiste auf dieser Liste ist vermutlich Standard für die Muttersöhnchen auf der Citadel. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Braucht er sonst noch was? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Wenn Sie irgendwas von der großen Liste finden, wäre ich Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Wenn nicht, geht's auch irgendwie. Okay, was sind denn seine Aufgaben? Ich denke mal, es wird der Koch sein. Was ist Ihre Arbeit hier auf der Normandy? Fragen Sie lieber, was ich nicht mache. Die meisten halten mich für den Schiffskoch. Aber ich bin auch Techniker und Verwalter. Heizung, Lüftung, Klima, Installation und Elektrik. Solange es nicht um die Mission geht. Ich sorge dafür, dass alles sauber ist und läuft. Die Toiletten putzt also derselbe, der auch das Essen kocht? Ich wasche mir dazwischen die Hände. Meistens. Das hier ist kein Luxusliner. Auf einem Cerberus-Schiff muss man schon Hand anlegen und ich fange eben auf, was durch den Rost fällt. Hey, durch den Rost fällt. Ja, okay. Was ist denn seine Meinung über Cerberus? Wie ist das für Cerberus zu arbeiten? Ich bin verdammt stolz. Cerberus bewegt wirklich was. Die Allianz und der Rat haben ihre Schädel doch so tief im eigenen Arsch vergraben, dass sie nicht mal mehr ihre Scheiße sehen. Um dieses Ungeziefer von Kollektoren zu tilgen, braucht es menschlichen Einfallsreichtum. Und nur Cerberus hat das erkannt. Okay. Wie ist er zu Cerberus denn gekommen? Wie sind Sie zu Cerberus gekommen? Ist es zu glauben, dass ich mal ein Familienvater war, der im Grenzgebiet in den E-Zero-Anlagen gearbeitet hat? Ich war sogar glücklich. Aber wenn man bei einem Überfall der Batarianer alles verliert, ändert sich alles. Ich wollte etwas bewegen. Ich bin kein Soldat, aber ich habe Talente. Und danach ist Cerberus immer auf der Suche. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Abflüsse reparieren, Luftschächte verlegen, dafür sorgen, dass alle einen vollen Magen haben. Ja, und das sind auch wichtige Aufgaben. Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Zurück an die Arbeit. So, ein neues Tagebucheintrag.
Normandy, besondere Zutaten. Der Koch der Normandy hätte gern ein paar besondere Zutaten, um ein besseres Essen anbieten zu können. Die meisten Dinge, die er möchte, gibt es auf der Zitadelle. Das nenne ich mal eine sehr gelungene Nebenmission. Haben wir hier irgendwie noch. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Codex-Eintrag, aber nur sekundär. Die machen wir einfach mal weg. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal hier hinten lang. Ja, ist aber auch schon wieder. Nur ein Gunnery Officer hat Zugang zur Gefechtszentrale. Und das sind wir wohl nicht. Naja, gut. Dann gehen wir mal ins medizinische Labor. Was haben wir hier? Edi? Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Die Krankenstation. Ausgestattet für kurzfristige Notfallversorgung. Bei schweren Verwundungen müssen Patienten zu einer voll ausgestatteten medizinischen Einrichtung gebracht werden. Okay, da haben wir Dr. Schackwas. Kennen wir die nicht aus der Normandy 1? Commander Shepard, ich habe die Normandy mit Ihnen an Bord untergehen sehen. Schön, dass Sie am Leben sind. Schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen, Frau Doktor. Geht mir genauso. Ich wünschte, es wären mehr von der ursprünglichen Crew hier. Ein Trauma, wie Sie es durchlitten haben, hätte die meisten stark verändert. Aber Sie anscheinend nicht. Willkommen zurück, Shepard. Okay, sie hat anscheinend die Allianz verlassen. Fragen wir mal danach. Frau Doktor, Sie waren jahrelang bei der Allianz. Warum gerade jetzt wechseln? Nach dem Verlust der Normandy erhielten die Überlebenden der Crew neue Posten. Ich wurde auf der Militärkrankenstation auf dem Mars stationiert. Ein respektabler Posten, aber eben nicht auf einem Raumschiff. Das Militärleben in einer Kolonie ist wohl nichts für Sie. Ich habe den Großteil meines Lebens auf Kriegsschiffen verbracht, ohne zu wissen, was die nächste Mission wohl mit sich bringt. Ich bin gewöhnt an das Brummen der Triebwerke, das Ächzen der Schotten, den leichten Schwindel, bevor die Beschleunigungsdämpfer sich zuschalten. Das Leben auf Planeten ist statisch und langweilig. Okay. Und anscheinend haben sie ja keinen anderen Posten angeboten. Naja. Sie sind nicht der Cerberus-Typ, Frau Doktor. Ich arbeite nicht für Cerberus. Ich arbeite für Sie. Bei einer Mission, die entscheidend für das Überleben der Menschheit sein kann. Ich vertraue darauf, dass Ihre Verbindung zu Cerberus ethisch einwandfrei ist. Ich vertraue Ihnen, Commander. Das nenne ich mal eine Aussage. Nicht schlecht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es von dieser Mission keine Rückkehr gibt. Sind Sie darauf vorbereitet? Ich habe die Rückeroberung von Shanxi überstanden, den Skyllianischen Angriff, wir haben die Schlacht um die Citadel und die Zerstörung der Normandy gemeinsam überlebt. Mein Leben war erfüllt. Ich bereue nichts. Ich möchte dafür sorgen, dass die Crew dieselbe Chance bekommt. Okay. Braucht sie irgendetwas? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich glaube schon. Die Krankenstation ist fast genauso wie die auf der ersten Normandy. Das Einzige, was fehlt, sind meine privaten Reserven. Sogar eine Flasche Ceres Ice Brandy, den ich für eine besondere Gelegenheit aufgehoben hatte. Ich halte die Augen nach einer Ersatzflasche offen. Oh, das ist nicht nötig. Sowas ist teuer. Und wir haben wirklich Wichtigeres vor uns. Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander. So, das dürfte eine neue Aufgabe sein. Ja, Brandy finden. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich hätte gedacht, mich zu erinnern, dass es hier noch was gegeben hätte. Aber anscheinend habe ich mich hier geirrt. Hier gibt es anscheinend gerade nichts. Naja, gut. Soll uns auch recht sein. Der Zugang zum VI-Kern ist beschränkt. Warum glaube ich nur, dass das irgendwann mal sehr wichtig sein kann? Naja, gut. Dann haben wir hier eigentlich nur noch eines zu tun, und zwar mit Miranda zu reden. Commander, was kann ich für Sie tun? Erst einmal über den Status der Normandy. Gibt es etwas, das ich über die Normandy noch wissen sollte? Die Crew arbeitet einwandfrei und das Schiff erfüllt bisher alle Vorgaben.
Was genau sind Ihre Pflichten, mal abgesehen davon, mich im Auge zu behalten? Ich bin eine Agentin des Unbekannten. Sie sind ein wichtiger Aktivposten. Ich soll dafür sorgen, dass Sie Erfolg haben. Abgesehen davon schicke ich dem Unbekannten regelmäßig Berichte über unseren aktuellen Status. Okay, zumindest ehrlich ist er. Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Sie haben sicher eine Menge Fragen. Cerberus ist nicht so böse, wie die meisten glauben. Wenn ich Ihre Zweifel zerstreuen kann, werde ich das gerne tun. Also, was möchten Sie wissen? Okay, dann erst einmal die Ziele von Cerberus. Oder, Moment mal, haben wir das nicht alles schon gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich weiß, was wir hier tun. Aber was ist das langfristige Ziel von Cerberus? Die Weiterentwicklung der Menschheit. Nicht mehr und nicht weniger. Die Salarianer haben die Special Task Group. Die Asari haben ihre legendären Spezialeinheiten für Geheim- und Aufklärungsmissionen. Cerberus ist die Antwort der Menschheit auf diese Organisation. Aber diese Organisationen unterstehen Regierungen. Wer überwacht Cerberus? Niemand. Wir werden privat finanziert. Und unsere Geldgeber vertrauen darauf, dass der Unbekannte die richtigen Entscheidungen trifft. Aber er hat unsere Ziele sehr klar formuliert. Schutz der Menschheit und Förderung ihrer Weiterentwicklung. Gut. Was ist Cerberus? Sind sie militärisch oder politisch? Oder beides? Cerberus hat mehrere Abteilungen. Politik, Militär, Wissenschaft. Und wir alle arbeiten auf dasselbe Ziel hin. Die Teams, denen sie vor ihrem Unfall begegnet sind, gehörten größtenteils zu unserer militärischen Sparte. Aber nicht alle Operationen von Cerberus folgten demselben Protokoll. Wir lassen uns von Bürokratie und irgendwelchen Formalismen nicht bremsen. Was ist mit den Ressourcen? Ich glaube, wir hatten das schon mal, aber ich gehe es trotzdem nochmal durch. Was für Ressourcen hat Cerberus? Wir sind finanziell sehr gut aufgestellt, aber Einzelheiten weiß darüber mit Sicherheit nur der Unbekannte. Aber unsere Möglichkeiten sind nicht unbegrenzt. Sie wiederzubeleben und die Normen, die noch einmal zu bauen, war eine beträchtliche Investition. Und ein beträchtliches Risiko. Wir hoffen alle, dass Sie das Unmögliche möglich machen, Shepard, ohne Sie unter Druck setzen zu wollen. Okay, wir fühlen uns nicht unter Druck gesetzt. Was können Sie mir über den Unbekannten sagen? Nichts, was Sie nicht schon wüssten. Selbst ich habe auf den größten Teil der Informationen über ihn keinen Zugriff. Sie haben schon mehr von ihm gesehen als die meisten anderen. Es ist selten, dass er bei Mission selbst in Erscheinung tritt, aber sie sind eben was Besonderes. Was die Leute auch über ihn reden, ich versichere Ihnen, dass er nur im Interesse der Menschheit handelt. Und das schließt Sie und mich mit ein. Wie können Sie da sicher sein, wenn Sie so wenig über ihn wissen? Ich wäre nicht so weit gekommen, wenn ich die Motive und Ambitionen meines Gegenübers nicht einschätzen könnte. Selbst nach kurzen Begegnungen. Er ist kein Heiliger und würde das auch sofort zugeben. Aber er hat sich dieser Sache verschrieben. Die Menschheit könnte keinen besseren Fürkämpfer haben. Okay, dann mal das ja. Erzählen Sie mir von sich, Miranda. Das ist nur fair. Immerhin habe ich in den letzten 2 Jahren alles über Sie erfahren, was es zu wissen gibt. Sie sollten wissen, dass ich umfassend genetisch modifiziert wurde. Es war nicht meine Entscheidung, aber ich mache das Beste daraus. Das ist einer der Gründe, warum der Unbekannte mich ausgewählt hat. Was immer ich tue, ich bin meistens ziemlich gut darin. Sie ist modifiziert? Von welchem Ausmaß an genetischer Modifikation reden wir hier? Sie war ziemlich umfassend. Ich bin in vielerlei Hinsicht überlegen. Meine Wunden heilen schneller. Und ich werde wahrscheinlich 1,5-mal so lange leben wie ein Durchschnittsmensch. Meine biotischen Fähigkeiten sind auch sehr weit entwickelt. Für einen Menschen. Dazu kommen das beste Training und die beste Ausbildung, die man für Geld kaufen kann. Das Ergebnis ist wirklich ziemlich beeindruckend. Klingt, als hätte man sie dazu geschaffen, perfekt zu sein. Mag sein, aber ich bin es nicht. Ich bin noch immer ein Mensch, Shepard. Ich mache Fehler, wie jeder andere auch. Und wenn ich welche mache, sind die Konsequenzen meistens weitreichend. Alle erwarten ziemlich viel von jemandem mit meinen Fähigkeiten. Okay, dass er eingebildet ist, soll man jetzt mal nicht sagen. Ich finde das ein bisschen, naja, das sagt man eigentlich nicht so wirklich. Man denkt's vielleicht, aber man sagt's eigentlich nicht so gegenüber. Danke für die Information, Miranda. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Wie Sie wünschen. Aber ist ja manchmal so unverschämt und gehen in Ihr Quartier rein? Ah, auch nett. Oh, Moment, war da irgendwas? Nee, das war nur Mirandas Büro. Gut, das war dieses Deck. Dann haben wir noch ein anderes Deck, das letzte Deck, zu erkunden. Aber ich hätte gesagt, das machen wir in der letzten, nächsten Folge. Wobei ich schon mal runtergehe, ins Maschinendeck. Da ist ein Maschinendeck, Frachtraum. Stellplätze von Shuttle und Hammer und Besatzungsmitglieder ist keiner da.
So, was haben wir da? Überwachungsstation? Ein Kodex. Das Drop Shuttle UT-47 der Allianz ist ein kleines Landungsschiff mit einem engen, unbequemen Frachtraum für 12 Soldaten und 2 weiteren im Cockpit. Das Drop Shuttle heißt zwar offiziell Kodiak, aber die Allianz Marines haben es wegen seiner Form und seiner Strapazierfähigkeit sofort in Kampfkakerlake umgetauft. Kampfkakerlake, das ist gut. Das Merkmal des Schiffes ist seine Umgebungsabdichtungstechnologie, durch die kaum empfindliche Teile den Elementen ausgesetzt werden. Nach Tests in den Schwefelsäurewolken und der extremen Temperatur auf der Venus kann der Kodiak in völligem Vakuum, bei hohem Druck und Temperaturen zwischen dem absoluten Nullpunkt und über 900 Grad Celsius landen. Der Kodiak ist ein echtes Antigravschiff und verfügt über einen beachtlichen Element Zero-Kern, der das Fliegen unter völligem Ausgleich der Schiffsmasse ermöglicht. Die kleinen Triebwerke dienen nur der Steuerung. Sollte das Masseneffektfeld also ausfallen, wird das Schiff buchstäblich zu einem 3 Millionen Credit-Sarg. Das Shuttle ist unbewaffnet. Stattdessen wurden aktive Störsender, elektronische Gegenmaßnahmen und eine leistungsstarke kinetische Barriere eingebaut, um Truppen unbemerkt absetzen zu können. Okay, sehr nett. Tagebuch hatten wir auch noch was. Ja, diesen Brandy zu finden. Werden wir wahrscheinlich auch auf der Citadel finden, denke ich mal. So. Noch eine Sache will ich machen. Noch kurz in den Ding hier schauen. Die Überwachungsstation, das war das hier gerade eben. Da haben wir den Steuerbord-Frachtraum und den Backbord-Frachtraum. Außerdem haben wir das Unterdeck-Treppenhaus auf beiden Seiten. Hier haben wir noch den Maschinenraum und den Maschinenkern. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns dieses Deck dann fertig an, bevor es dann zu unserem ersten Einsatz geht. Gut, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss!